Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zurück zu Firewatch. Jo, Part Nummer 7 und wir wollten angeln gehen, richtig? Genau, wir wollten angeln gehen und dann die Bärenfährte suchen für die Leier. Keine Ahnung, in jedem Fall crazy. Aber das machen wir. Wir gehen jetzt angeln. Wir sind wieder in dem. Ach, wie das letzte Mal, dass das so geruckelt hat. Genau in diesem Kack. So, in diesem Busch. Genau, hier haben wir die Teens gesehen. Was liegt. Das ist ein scheiß Zettel, Alter. Warum liegt hier ein Klemmbrett? Someone left their clipboard out here. Huh. It could have been one of the fish and game folks. See if there's a name or a credential or something. I can call it in. The fuck? What the? It's. Holy shit. What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. What the fuck? Wait, hold on, something's out here. Was war das denn für ein komisch? Henry, I'm worried. Ja, ich auch. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, I found a walkie-talkie out here too. Okay. It's going shit house. We'll get it if you haven't already, and then we'll figure out whose it is. We'll do. Ah. The fuck? I got hit in the head, punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. You know, somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. The fuck? Where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. This just seems like a misunderstanding or something. Look, I know what I saw. Hey, it was our words with initials for our names, H and D, clear as day. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay, I'm sorry, I believe you, but that conversation was from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. What do you think is going on behind that fence? Following you around taking notes, which is unfucking believable, Henry. Yeah, you're telling me. All right, I'm on my way to Wapiti Meadow. I'll let you know what I find. Okay. There's got to be a reasonable explanation. Also, I'm gonna call around and see if anyone's had anything weird happen to them or seemed spooked. I don't want to make this bigger than it is yet, you know? Yeah, understood. Yeah, okay. Hike safe. I'm hiking through the canyon. Which way is my best bet for getting to Wapiti Meadow? It looks like you can find a trail on the north shore of Jonesy Lake, towards the west. Thanks, Dee. Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Das hat mich echt erschrocken, dass ich da auf die Fresse gekriegt habe. Das hat mich richtig erschrocken. Was geht?
Also das war uncool. Das war richtig, richtig, richtig uncool. Okay. So, gib mir eine Sekunde. So, ich war gerade nur nicht sicher, ob ich die Aufnahme auch gestartet habe. Jo. Da oben ist doch Feuerwachturm Tufa. Echt so? Da? So, wie weit muss ich denn laufen? Warte mal, das ist doch aber jetzt. Das ist doch der falsche Weg. Oder? Oder? Warte mal. Doch, müsste doch eigentlich da der Fans. Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ja, ich glaube, ich bin erstmal falsch gelaufen. Glaube ich, ich weiß es nicht. Ah ja, klar. Hier unten lang, oder? Lass mal nur gucken. Ja, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Dann können wir nämlich da. Ja. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, hier kommen wir lang. Alter, der hat uns halt wirklich voll auf den Kopf gehauen. Aber ich habe auch niemanden gesehen, komischerweise. So, ducken. Ne, brauche ich nicht. Brauche mich nicht ducken. Das passt. So, müssen wir doch eigentlich gleich hier rechts hoch, oder? Ja. Müsste jetzt hier lang sein. Boah, das war. Puh. Auf jeden Fall erschreckend. So, das sieht doch. Das sieht gut aus. Müssen wir hier lang. Zum Glück habe ich noch ein paar Seilhaken. Dann gehen wir mal runter. Ich hoffe, mir schneidet das keiner ab. Und ich will mich nicht umdrehen und irgendwie auf die Fresse kriegen. Ne, sieht gut aus. Was ist das? Nix. Aufregend. Sehr spannend. Fuck. Was? Ah. Das sieht gut aus. Wir sind am Zaun. Okay, I'm at the fence. I don't see anyone around, but I'm not sure I can get past it. How big is it? Big. It goes off in both directions. Acres. What the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. Well, see what you can do to get past it. Ja, sag mir mal, wie. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Hier ist ein Tor. And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Okay. I've given it the good college try. No dice. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Okay. Kann ich damit nicht, Mann! Schade. Fuck, was steht hier? Zutritt verboten. US-Bundesgesetz. Ja gut. Was? Delilahs? Delilahs-Turm. Ich habe noch einen Stein. Ich kann es nochmal probieren. Vielleicht geht es ja jetzt mit dem. Ne,
Keine Chance. Schade. Hätte ja klappen können. So, wo ist jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Suche den kontrollierten Brand südlich von Ruby River. Scheiße, wo ist denn Ruby River? Der ist doch voll weit weg, oder nicht? Ruby River. Wo bist du? Gate. Was ist denn der Kack? Südlich von. Wo ist der Kack jetzt? Da unten. Kontrollierten Brand. Alter, das ist. Das ist ja am Arsch der Welt. Oh Mann, Jungs. Euer Ernst. Ah ja gut, dann gehen wir halt zurück. So, wir sind jetzt da. Dann können wir eigentlich dem Fluss folgen. Aber da komme ich doch nicht weiter. Genau, dann. Boah. Nee, ich gehe am besten hier unten lang. Hier. Ja, ich muss eigentlich zurück zum zu unserem Leuchtturm. Wenn wir überhaupt so weit kommen. Das ist ja die andere Sache. So, was ist das? Kann ich das hier aufnehmen? Nee. Ja, ich hoffe, der lässt uns hier. Alle lassen uns hier in Ruhe. Das wäre nett. Ich bin ein bisschen angespannt, ehrlich gesagt. falsches. So, dann. Einmal nach Westen. Einmal hier lang. Einmal nach Westen. Und dann nach unten, oder? Ja. Genau, einmal hier lang. Da müssten wir doch eigentlich wieder zurück. Ist jetzt halt die Frage, weil wir kommen ja da eigentlich nicht durch. Das wäre ja das Einfachste, aber das ist zu. Es sei denn, es ist mittlerweile wieder offen, aber weiß ich nicht. Nee, gehen wir wieder zurück. Von da, wo wir hergekommen sind. Hier hat er uns ver. Hier wurden wir verprügelt. Oh, Moment, kann ich nicht auch hier lang? Hier hoch? Vielleicht ist es ein Shortcut. Ach, tatsächlich hier. Guck mal. Oh. Och, Mann. Kann ich nicht, weil ich das Werkzeug nicht habe. Dein Ernst jetzt? Oh. Jetzt muss ich nochmal da durch. Okay. Wegweiser brauchen wir nicht. Wir haben von Delilah lang nichts gehört. Tatsächlich, warum eigentlich nicht? Kann ich einen Stein mitnehmen? Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang will. Will ich hier lang? Ja, ich glaube, ich muss hier lang. Nee, kann nicht reden. Okay, also wir müssen auf jeden Fall so weitgehend wieder zurück. Das machen wir auch. Ist jetzt die Frage nur, wohin nochmal genau? Also quasi ab jetzt. I'm wandering around east of the lake. Which way is Ruby River? It's in the southeast corner of your map. The scout camp where the firefighters were staged should be on your map. It looks like a little triangle with a flat bottom. Yeah, it looks like a tent. How did I never see that before? Okay. Jo, dann machen wir das doch. Da unten das kleine Dreieck, Alter. Gut, probieren wir es. Der Weg ist ja das Ziel, kennt man ja, ne? Wenn ich mich jetzt richtig sehe, ja, da muss ich doch runter. Gell? Da runter am Widowmaker. Hoffe ich zumindest. Nach Osten. Aber das ist nach Westen.
glaube, ich bin eins zu weit. Nee, das wär falsch. Müssen noch mal einmal zurück. Oder doch, warte mal, jetzt. Gott, Wegfindungsstörung, danke. Ah ja, hier, ich glaube, wir müssen da hoch, ne? Erst noch mal da. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else. Okay. Should we call the cops or the Forest Service and let them know this is going on? Don't you think that would sound, you know, crazy? Yeah, it is crazy. We have to tell someone. Tell them what, Henry? Tell them we're being stalked and you were attacked and we don't have any proof? I don't know. Tell them we're being bothered or something. Henry, I really like this job, okay? And if I give off even a hint of cuckoo to my bosses, they are never gonna let me come back out here. Do you understand that? All right. I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Ja, machen wir. Wenn ich jetzt richtig gelaufen bin. Ja, bin ich. Perfekt. Wunderbar. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground. Kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? Oh. Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry. It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not, okay? Let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Oh, Mann. So. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here? Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Hm. Sehr nice. So, wo bin ich? Medicine Wheel. Wenn ich jetzt runtergehe. Ja, lass uns doch mal runtergehen. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. Hm. He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. You don't think he could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Ja, sag ich ja. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Das frische Feuerstelle, nochmal. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Ugh, are you serious? Oh, come on, that one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay, that's how wound up all this shit has me. So, wir haben hier Supplies. Geil. Abschreiben. Achso, ja klar. Okay, Karte haben wir aktualisiert. Drei blinde Ratten. Okay, das könnt ihr mal lesen. Haben wir sonst noch was da drin? Nee, ne? Ja, lassen wir sie einfach mal auf. Aber hier war doch irgendwo noch ein Supply, ne? So, wir müssen nach Westen. Können wir dem
Ja, können wir dem Dings folgen? Ne, muss ich hier lang. Anderer Weg. Weil ich würde nämlich gerne zur Supply-Kiste. Kann ich hier drüber einfach? Tatsächlich, das ist gut. Ist auch cool. Hier, guck mal, wie schön. Das ist echt schön. So, lass mal gucken. Oh Gott, ich bin ja ganz falsch gelaufen. Jetzt bin ich doch nach Süden. Ich bin doch gar nicht nach Süden. Na gut, vielleicht muss ich das aber... Na egal, gehen wir mal hier lang. Aber ich glaube, da kommen wir eh nicht weiter, ne? Ne, hier kommen wir nicht weiter. Da ist... Hier ist dicht! Ja, hier ist dicht. Gehen wir nochmal hoch. Hier lang, ne? So. Dann können wir doch bestimmt hier nach links. Ne, auch nicht. Ach, Jungs, jetzt euer Ernst. Guck doch mal, ich bin doch jetzt hier. Ich bin doch jetzt hier. So. Genau. Da müsste ja jetzt gleich auf der anderen Seite auch noch der andere Fluss sein. Richtig? Richtig. Genau. So, jetzt habe ich mich. Hoffe ich zumindest. Ah! Alter! Seht ihr das? Was ist das da oben? Was ist das denn? Was ist das, ein verfickt gruseliger Baum? Scheiße. Fuck, warum ist der so riesig, der Baum? Eigenartig. Nein, das war der falsche. Okay. Gehen wir mal unseren Weg weiter. Das ist so krass, wie riesig dieser Rauch ist. Jetzt mal wirklich. Aber ich glaube, wir sind gleich da. So, das... Da ist ja auch noch was. Nee, aber da gibt's nichts. Oh Mann. Ich mag ja so großflächige Flächen. Wow, danke. So große Flächen. Gibt's hier sonst noch was? Nee, hier ist nichts. Ich dachte gerade, hier wäre noch ein Ski. Das ist ein Pfosten. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but well, folks kept stealing it. Warum? Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den or you know, anywhere. Da ist ein fucking Schneemobil. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. It looks like one of the poor bastards was cruising across old Pork Pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. So, wo muss ich jetzt hin? Weiter nach Westen eigentlich, ne? Pork Pond, Big Tree. Was gibt's denn hier noch? Können wir mal kurz nach Süden gehen? Ich glaube, hier gibt's nichts, oder? Oder doch, tatsächlich, hier gibt's was. Was ist das? Kann ich hier auch lang? Tatsächlich! Ach krass, das war jetzt ein Zufall. Camp. Was? Camp Arapaho. You're there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Ja, genau.
Das denke ich auch. Ah, fuck. Oh Mann. Aber jetzt müsste ich doch eigentlich, jetzt mal ehrlich, müsste ich doch, such den Löschtrupp im Lager hinter dem kontrollierten Brand. Also quasi hier. Ja, bin ich ja gleich da. Hoffe ich. Also eigentlich, wenn ich hier drüber rüberspringen kann, kann ich aber nicht. Aber das finden wir. Oh nee. Muss doch irgendwas geben. Hier rechts vielleicht hoch. Gut, ich hätte nämlich jetzt keinen Bock gehabt, in diese Höhle zu gehen, wenn das eine ist. Nee. Nee, das bringt nichts. Muss doch irgendwie da rüberkommen. Hier hüpfen? Nee, das ist zu weit. Das ist jetzt eine gute Frage. Wir müssen doch... Ah, fuck. Falscher Knopf. Gute Frage, wo wir jetzt hin müssen. Lang können, vor allem. Hier irgendwie? Nee, da auch nicht. Aber wenn ich hier oben drauf laufe und springe, geht das vielleicht? Ja, tatsächlich. Okay. Oh, fuck. Ja. Totenfall. Ja, hier ist die Brücke. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, wir sind da. Talk to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. Huh. I mean, he wasn't a scout or a weeblo or whatever? I got the sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Well, it's a knot that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. Hmm. You know how to tie one? Heck no. I'd make a Weeblo do it. Oh man. Okay. Gut, meine lieben Zugucker. Das war spannend. Das war wirklich spannend. Jo, da mache ich nämlich jetzt hier nochmal einen Schnitt. Und im nächsten Part sehen wir uns dann frisch erholt wieder. Dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. War wirklich sehr, sehr spannend heute. Und ja, dann lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Und im nächsten Part gucken wir dann, was das Camp so zu bieten hat. Jo, also in dem Sinne, schönen Tag noch. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Bleibt gesund. Tüdelü.